An den Finanzmärkten gibt es den Satz, der Schweizer Franken lügt nie. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil der Schweizer Franken heute auf den höchsten Stand zum Euro gestiegen ist seit dem Jahr 2017. Und normalerweise ist ein starker Franken eigentlich Anzeichen für eine Risikoaversion, für Flucht in die vermeintliche Sicherheit des Schweizer Franken. Aber wenn wir uns anschauen, was an den Aktienmärkten passiert, da ist das Gegenteil der Fall. Da sehen wir wieder neue Allzeithochs bei den drei großen US-Indizes. Wir sehen, dass der DAX auf dem höchsten Stand seit 2 Jahren schließt heute, auch schon in Sichtweite des Allzeithochs. Also es kann gar nichts mehr schiefgehen. Das ist die Auffassung der Aktienmärkte. Und wir haben Bewertungen, die teilweise schon ein bisschen lustig sind. Zum Beispiel haben wir eine Apple, die heute ein neues Allzeithoch erreicht hat bei 309 Dollar. Wir haben eine Microsoft mit einem neuen Allzeithoch bei 162 Dollar. Und zusammen bringen Apple und Microsoft jetzt 2,586 Billionen Dollar auf die Waage. Das sind ungefähr 300 Milliarden Dollar mehr als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Das ist natürlich gerechtfertigt, meine Damen und Herren, gar keine Frage. Sven Henwick schreibt dazu, was wir hier sehen, das ist die größte Blase, Market Bump in History, durch die Fed-Liquidität, durch die Manipulation von Trump, der immer eine Drohkulisse aufbaut aus dem Nichts. Die Märkte erschrecken sich ein bisschen und dann löst sich das Ganze dann irgendwie wieder in Wohlgefallen auf und die Algos kaufen diese Stories. Wir haben die Buybacks, die Aktienrückkäufe, wir haben vor allem dieses passive Investment in ETFs. Wir haben zum Beispiel bei einer Apple sind die großen ETF-Emittenten, die haben Anteile inzwischen an Apple von 18%, bei anderen großen Werten schon um 20%. Also es ist sozusagen eine Einbahnstraße und Einbahnstraßen sind durchaus charmant, weil man sich denkt, da kommt kein Gegenverkehr, da kann ich ein bisschen Gas geben, aber irgendwann kommt vielleicht mal einer und dann kann es einen Unfall geben. Schauen wir uns, apropos Unfall, mal das Geschehen am heutigen Tag an. Wir hatten ja diesen tragischen Abschuss, so wie es jetzt heißt, dieser Boeing 737 an dem Tag, als es knallte im Iran. Und jetzt sagen die Amerikaner, ja, wir haben Radarauswertungen, Satellitenauswertungen und es sieht ganz so aus, als wäre diese Boeing abgeschossen worden. Trump selbst hat gesagt, ich bezweifle, dass das ein Fehler war. Ein möglicher Sprengstoff dann wieder zwischen den USA und Iran, Fragezeichen. Jedenfalls hat das der Boeing-Aktie natürlich geholfen, weil man sich sagt, naja, ist ja kein technischer Fehler, dafür kann Boeing ja nichts, wenn eine Maschine abgeschossen wird. Aber das ist eine Geschichte, die vielleicht nochmal ein bisschen kompliziert werden kann. Was haben wir noch? Wir haben dann die Aussage der Chinesen, die bestätigen, wir werden jetzt den Handelsdeal unterzeichnen. Das ist nun praktisch offiziell. Aber interessant ist, dass Xi Jinping wohl nicht unterschreiben wird und Eunice Yun, die CNBC-Korrespondentin in Peking, die sagt, ja, damit will er vorbeugen, dass wenn die ganze Geschichte dann wieder schwierig wird zwischen den USA und China, nicht irgendwo sein Name unter einem Vertrag steht. Und dann geht es auch um den Phase-2-Deal. Da sagt man, ja, mit dem Phase-2-Deal, da haben es die Chinesen nicht so eilig. Wir wollen erstmal Reformen machen und so weiter und so fort. Trump hat heute auch gesagt, naja, kann sein, dass wir den erst nach den Wahlen angehen. Also das Thema will Trump ebenso abräumen wie vielleicht den Iran. Wir haben ansonsten hier wieder interessante Aussagen von Donald Trump, der getwittert hat, der Stock Market at all time high. How are your 409Ks doing? Sind die 70% gestiegen, 80, 90 oder nur 50? Was hast du falsch gemacht, wenn sie nur 50 gestiegen sind? Diese 409Ks gibt es allerdings nicht. Das ist 401K. Das ist praktisch in den USA eine Art Pensionssystem. Wenn ich also als Arbeitnehmer arbeite, dann wird mir das vom Lohn abgezogen, vor Steuern. Das muss das Ganze also nicht besteuern. Und das fließt in die Altersversorgung eben. Meistens werden damit Aktien gekauft. Deswegen haben die natürlich profitiert, aber die Frage ist, wie konnte Trump einen solchen Fehler machen, denn 409 gibt es wie gesagt nicht, sondern nur 401k, also 401k, und Sven Henwick weist darauf hin, naja, die Zahlen 1 und 9, die sind ziemlich weit entfernt an der Tastatur, also da muss irgendwas schiefgelaufen sein, und schlägt vor, dass wahrscheinlich die 409ks dann Bestandteil des Phase 2 Deals sind.
dann könnten die Chinesen sozusagen die 409 Dinge kaufen, die gar nicht existieren. Das wäre möglich und zeigt hier den Fear and Greed Index nochmal, der derzeit bei 93 steht. Also nach wie vor ein bisschen gierig, könnte man sagen. Was haben wir noch? Wir haben jetzt die Situation, dass der S&P natürlich gestiegen ist jetzt auch seit Jahresbeginn in den ersten 5 Tagen. Es gibt die Regel, dass wenn an den ersten 5 Tagen, Handelstagen, die Aktienmärkte in den USA steigen, zu 80% dann das Gesamtjahr positiv ist. Aber schauen wir uns mal eine Umfrage unter den Finanzchefs in den USA an, die Deloitte durchgeführt hat, und danach sagen 82% dieser CFOs, also der Finanzchefs der Firmen, wir werden defensiver agieren, wir werden unsere Ausgaben senken, wir werden die Mitarbeiterzahl senken, und 77% sagen, die Aktien sind überbewertet, nur 4% glauben, dass sie unterbewertet sind. Also da sind die Firmenchefs oder diejenigen, die in der obersten Etage sitzen, ein bisschen skeptischer, zumindest skeptischer als Donald Trump. Wir haben dann noch Aussagen der Fed, die vor allem von Richard Clarke, dem Fed-Vize, kamen, der gesagt hat, ja, kann sein, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen in April teilweise im Repo-Markt sein könnten. Und hier die US-Wirtschaft, die steht gut da, der Konsument in den USA, dem ging es noch nie so gut insgesamt wie derzeit. Und das ist allerdings ein bisschen alles zu hinterfragen. Die Fed hat immer gesagt, diese ganze Intervention am Repo-Markt sei nur vorübergehend. Dann hat man das Ganze plötzlich auf 120 Milliarden angehoben. Dann hat man gesagt, naja, bis Januar, jetzt sagt man bis April. Man sollte also besser vielleicht kein Wort glauben, was die Fed sagt. Und insgesamt ist das Problem durch die Fed, dass sie wieder mal, wie auch die Aktienmärkte, durch ihre Manipulation Märkte zerstört. Denn das große Problem ist hier für die Repo-Märkte, dass normalerweise, und das ist wirklich der Teufelskreis, in dem wir da sind, es fehlt offenkundig an Liquidität, die verliehen wird. Es gibt also offenkundig zu wenig Geldverleiher am Markt. Deswegen muss die Fed ja hier einspringen. Jetzt sagen viele, okay, wenn es jetzt höhere Zinsen am Repo-Markt geben würde, dann würden eben diese Verleiher von außerhalb kommen und sagen, okay, für diese höheren Zinsen bin ich bereit. Aber dadurch, dass die Fed eben im Markt ist und damit die Zinsen nach unten drückt, kommen diese neuen Verleiher nicht. Und das ist sozusagen so ein Teufelskreis, aus dem man nicht entrinnt. Die Fed müsste raus, aber dann würde der Markt wahrscheinlich kollabieren, weil zu wenig Liquidität da ist. Ein weiteres Beispiel für eine Manipulation, die langfristig Schäden hervorruft, die kurzfristig vielleicht noch nicht sichtbar sind. Schauen wir uns mal das Geschehen an den Märkten. Wir sehen jetzt in den letzten Minuten ein rotes Kerzchen hier beim Nasdaq, der natürlich ein neues Allzeithoch erreicht hat. Da geht es jetzt ein bisschen nach unten. Was ist da los? Gewinnmitnahmen möglicherweise, weil die Dinge so überdreht sind, dass es kaum überdrehter sein kann. Wir sehen den Dow Jones etwas stärker, auch wenn der jetzt ein bisschen unter Druck kommt wegen der steigenden Boeing-Aktie. Wir haben den DAX, wie gesagt, heute gesehen auf 2-Jahres-Hoch, jetzt aber auch ein paar Pünktchen unter Druck. Wir sehen Euro-Dollar und die Charts, meine Damen und Herren, von Capital.com, ja, der Euro-Dollar bei 1,1110. Wir sehen das Gold, und das ist insofern interessant, weiter unter Druck ist, jetzt aber ein bisschen zulegen kann. Warum steigt der Schweizer Franken, wenn Gold Probleme hat? Normalerweise sind ja beides sichere Häfen, und wir haben das amerikanische Crude Oil, dass, wenn es denn kommt, da ist es bei $59.30 hantiert. Heute Abend, 20 Uhr, ich wollte darauf hinweisen, facebook.com, capital.com, deutsch/live. Ich habe den Link nochmal unter das Video gepackt. Da werde ich das vorsichtig letzte Webinar machen. Es wird sich dann die Struktur ändern. Wahrscheinlich werde ich mit David Jones von capital.com regelmäßig dann ein Webinar veranstalten, wo wir uns ein bisschen austauschen. David Jones ist ein Brite vom Feinsten, der Chefanalyst von Capital.com, mit wirklich witzigem Temperament. Das wird Spaß machen, aber heute 20 Uhr mit dem Bullennörgler, voraussichtlich das letzte Mal, bevor wir dieses Format ändern. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ansonsten stellen wir es morgen nochmal auf finanzmarktwelt.de. Da schauen wir uns mal so einige Dinge etwas tiefergehend an, die derzeit an den Märkten der Fall sind, als das in einem solchen Video der Fall ist. Jetzt wünsche ich das Allerbeste, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao. Bis nachher vielleicht.